So schaut er aus, der Kleine. Moin Mahlzeit und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's in der Reihe Nostalgie-Gedöns um den BW-Schlafsackheizer, quasi in Fachdeutsch chemischer Wärmebeutel. Das wäre jetzt hier Folge Nummer 3. Ja, ich weiß noch nicht, wann die jetzt rauskommt, denn ich war so ein bisschen durcheinander mit Videos vom Treffen und noch Produktvorstellungen und Gedöns. Heute war das Wetter ganz gut, wir haben zwar 4 Grad, ich kann euch sagen, ich habe untenrum ein bisschen wenig an. Die Sonne scheint zwar, aber nicht hier und es zieht durch die Schenkel. Aber wurscht. Also, was ich euch sagen wollte, zeige ich euch nochmal gleich. Also, geliefert wird das Ding so. Ausgepackt sieht das so aus. Wir machen das anders. Ich hol's euch erst mal hier raus. Da seht ihr, ich hänge noch Bilder hin dran nachher, wenn ihr das entblättert. So schaut das aus. Ich komme mal zu euch. Und da seht ihr oben eventuell Baujahr 66. Da sind ja viel Kooperationen in der Zeit gelaufen. Also die sind auch in Amiland produziert oder in den USA, wie man neudeutsch sagt. Und ist dann wieder zu uns gekommen. Das ist ähnlich wie bei so M7 Bajonets. Da gibt es noch welche mit Western Germany. Die sind hier produziert worden und darüber geliefert. Naja, die Post hat bestimmt dran verdient oder irgendein anderes Logistikunternehmen. Was ich euch eigentlich sagen wollte, ganz viele Leute haben das quasi gar nicht im Einsatz gehabt. Und das wiegt so unbenutzt, quasi jungfräulich, wie man bei uns auf dem Land sieht, ungefähr 506 Gramm. Manche 500, manche 508. Ja, und dann, wenn ihr das hier öffnet, schaut das nachher so aus. Ja. Nettes Beutelche, 6 Löcher drin und ein Druckknopf. Da zeige ich euch mal, was da drin ist. Also robustes Täschelche, inne total beschicht, so quasi gummiert. Und die 6 Löcher, die hatte ich schon mal. Das Geile ist, warte mal, wenn ihr den auspackt, dann schaut der. Gut, der ist schon mal benutzt, ja. Da ist das manchmal bis hier nicht so. So schaut der aus. Der ist also schön vollgekörnt. Ja, und hier oben im Schlitz hier, also in der Anleitung steht, du sollst hier oben das mit dem Bleistift oder so durchstechen. Meistens sind die schon off. Ah, da sieht man jetzt leider nichts. Kann ich euch gleich mal zeigen. Sieht man immer noch nichts. Zeige ich euch dann gleich. Also ist so, eigentlich sieht es aus wie Graphit, ist aber irgend so ein Eise, tralala, Kohlestaub, weste Geier-Gemisch. Die Anleitung sieht man hier drauf nicht so geil, die habe ich euch auf dem Bild versucht aufzunehmen, das ging nicht so. Ist aber ganz einfach, also normal Löffel drin, meistens ist drin. 2 bis 3 Esslöffel Wasser hier rein und dann schön kneide. Wenn ihr das schön geknetet habt, dann wird das so ultra geil warm. Und das Beste ist, regulär ungefähr 8 Stunden. Ja, ihr könnt das auch länger brennen lassen, dann ist aber die Haltbarkeit zu kurz. Denn das ganze Ding brennt plus minus 100 Stunden. Also man hat das schon fast 2 Tage durchgebrannt, dann ist das aber auch fast hinüber. Dann ist die Laufzeit nur noch einmal, wie soll ich sagen? Ich habe mich total verhaspelt. Also dann ist die Laufzeit quasi total gering, dann brennt er vielleicht noch einmal. Ja, ist total super. Ja, Gebrauchsanweisung hier oben drauf, hatte ich euch gesagt. Was ihr machen könnt, wenn ihr die Möglichkeit habt, also wenn ihr draußen seid und es ist so arschkalt, dann reagiert das Zeug nicht geil mit arschkaltem Wasser. Also am besten irgendwie habe ich die Erfahrung gemacht, dass entweder irgendwie am Körper dran oder ein bisschen warm mache am Feuer oder wie auch immer. Soll natürlich nicht heiß sein, aber auf jeden Fall mit winterkalt Wasser klappt das gar nicht. Dann knetet ihr euch die Finger echt wund, ja, dann nachher so und im Schlafsack ist immer noch kalt. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr so Probleme habt wie ich mit Nierengrieß und so, könnt ihr euch das einfach
Nein, ich stehe jetzt nicht auf. Ich habe euch ja gesagt, ich habe gar nicht so viel an. Karriere, Schlummernzugbuchse. Jetzt habe ich doch verraten. Also, was auf jeden Fall funktioniert, ja. Ihr könnt euch das in die Klamotten hier am Rücken hinten aufpacken, wie ihr wollt. Oder wenn ihr es braucht, hier oben oder hier vorne an der Brust. Auf jeden Fall könnt ihr damit super schärfen. 2 bis 3 Esslöffel, ja, so gesagt. Und dann ist das wirklich warm. Ich habe das hier bei mir schon vor 12 Jahren, naja, 2014 oder so, habe ich ja schon mal so einen Test mit dem Ding gemacht. Jetzt wollte ich das eigentlich nur noch mal so vorstellen. Ich kam irgendwann noch mal bei irgendeinem Video vom Saki da drauf. Da hat einer geschrieben, ihr kennt ihr die Schlafsackheizer. Die hat natürlich ungefähr keiner gekannt. Und dann habe ich mir die damals mal besorgt. Für den Henny zusammen noch ein paar. Das war auch geil. Und mittlerweile sind die so, naja, unfassbar teuer nicht, aber im Vergleich schon. Wir haben irgendwann nur 2,60 Euro bezahlt, ja, haben wir gerade Kaste bestellt, da war das total günstig. Jetzt kosten die zwischen 4,50 und 9 Euro. Ja, so schaut's aus. Im Moment wird ja alles etwas teurer von dem alten Geschirr. Ja, wie gesagt, ich kann euch das empfehlen. Jungfräulich ungefähr 500 Gramm und ich habe gerade vorhin nachgewogen, wenn der mal gebraucht war, dann kriegt er quasi Zuwachs. Das Ding ist wirklich trocken, weil den habe ich im letzten Jahr benutzt. Und es wiegt jetzt 629 Gramm. Ja, 669 sogar steht auf meinem schlauen Zettel, weil ich kann mir nicht alles merken. Und ich muss sagen, sehr merkwürdig. Aber auf jeden Fall geil. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, aufgrund von Porto macht das eigentlich am meisten Sinn, wenn ihr Kaste bestellt. Natürlich nicht bei mir, sondern es gibt es da halt sonst bei irgendwem im eBay. Manchmal privat, manchmal Händler, aber cool. Zur Tasche. Die ist quasi komplett gummiert. Hier, wo die Löcher sind, kommt auch keine Feuchtigkeit raus, komischerweise. Weil, wenn ihr den so liegen lasst, dann läuft euch die Brühe vom Tisch. Das Ding fängt also, wird heiß, fängt an zu schwitzen und dann läuft euch wirklich zwischen der Holzlatte auf dem Tisch die Brühe runter. Und dann wird das richtig, und das bleibt auch lange, lange heiß. Ja. Wir haben jetzt schon einige von denen Dinger irgendwie immer mal für uns und für die Truppe und wie auch immer durchgeschleust. Und bis jetzt sind 2 genau nicht gegangen. Also einer, der ging nur so halbwegs und einer ging gar nicht. Ja. Ist halt 66 ist das jetzt, ne? Die anderen sind manchmal 4, 67, was so drauf steht. Also sie sind auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Ja, und über 50, manchmal nicht so heiß. Hm? Egal, wie viel Löffel Wasser ihr da quasi reinfüllt. Kann passieren. Ja, das war eigentlich so kurz das Ding. Ich zeige euch gleich noch ein paar Bilder und dann gucken wir nochmal. Machen wir mal aus. Joho. Also, ich mache das jetzt nur imaginär, ja, weil meine 16 Stimme im Kopf, da kann das schon mal sein, dass sich das auch imaginär macht. Also, hierin fülle mit dem Löffelchen, Esslöffel, wie auch immer, 2 bis 3 Esslöffel oder dementsprechend Teelöffel. Und bitte nicht viel mehr, weil das fängt echt brutal an, heißt sogar nicht geil. Füllt ihr das hier rein, fangt ihr an hier zu kneten und dann könnt ihr das in diesen Beutel hier reinpacken. Der Beutel eignet sich auch übrigens super geil für Hobos reinzubauen. Das habe ich auch schon mal im Einsatz gesehen. Also im Autoeinsatz natürlich, nicht hier mit Tanklamotte für den Bund oder so. Ja. Ja, funktioniert ganz gut. Und die sind auch ziemlich stabil. So, habt das reingebaut. Der Knödel drauf, sehr wichtig. Wenn ihr wollt, dann kann ich euch das auch noch mal zeigen, wie das gefüllt ist. Und dann seht ihr auch, wie das heiß wird und so Sachen, wie ihr möchtet. Gut, jetzt habe ich hier noch ein paar Sachen stehen. Da wollte ich wissen, könnt ihr mir vielleicht helfen. Und zwar bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, was ich als nächste Produktvorstellung mache. Zum einen hätte ich hier den großen Survival-Kocher, da hatte ich auch schon mal ein Video von 2016 oder so. Den könnte ich euch noch mal vorstellen. Da kannst du schön vors Tab stellen und dann heizen. Ja. Und dann hätte ich hier noch so eine All-In-Card. Ja, da habt ihr große Angelhaken, Zwille, Gabel, Nägel, Aale, Zwillenprojektile.
dazu. Das ist so DIN A5 Maß. Sägekante habt ihr auch. Da könnte ich das vorstellen. Oder hier den Faltkocher. Da gibt es schon ein, zwei Videos dazu. Aber ja, ich wäre jetzt halt jetzt auch mal langsam dran, das ganze Sortiment mal vorzustellen. Da hätte ich mal Bock drauf. Und ich bin mir nicht ganz schlüssig. Vielleicht könnt ihr mir nochmal helfen. Ja? Also hier die Plenus All-In-Card. Das hier ist der Push-Hobo. Da steht's. Ja. Oder der Reflektor. Der ist DIN A4 Maß, auch mit Sägsche und ein paar Sachen dabei. Da können wir mal gucken. Weil im Moment bin ich so unentschlossen. Eigentlich komme ich gar nicht so viel zum Video drehen, aber irgendwie schon ein bisschen. Ich muss mir nur was raussuchen, was euch dann vielleicht auch gefällt. Joho! In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich habe noch was vergessen, gell? Welch Wunder. Hör mal, ich habe jetzt quasi 546 Abonnenten heute, wenn das Video rauskommt, vielleicht ein paar mehr oder weniger. Das ist ganz schön gut gegangen. Vielen, vielen Dank. Und ich wollte eine Verlosung machen für die 500 Abonnenten. Da wäre ich jetzt ein bisschen drüber. Aber das mache ich auch. Ich weiß noch nicht genau was. Wird sich irgendwie um einen Kocher drehen und vielleicht noch ein Survival-Set oder Einzelteile, MRE-Geschichte, irgend sowas in der Richtung. Lasst euch überraschen. Also, allihop, bis dann. Geht raus, macht was draus. Ich hänge euch noch die Bilder an. Tschüss. Wenn es jetzt an ist, weil das an der Stelle macht und dann bin ich bis hier. Ey, dann drehst du ihn ein bisschen runter, du Fuß. Wie ist denn das mit dem Kabel? Geht das? Moin, Tag, Mahlzeit und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich kam mit der Reihenfolge ein bisschen durcheinander. Und vielleicht klappt es mit dem Mikro heute. Ja, wollte ich nur sagen, gucken wir gleich. Die ist Nostalgie-Gedöns. Und heute wäre Folge 3 dran, quasi. Huch, im Kabel verheddert.